Es wird ein Sag, glaubst du an Gruselgeschichten, an Mären aus des Meeres Schoß? Dann will ich dir eine berichten, die Legende von Daisy Jones. Der Wind klang, wie wenn sie mich rief. Die Nacht hielt den Kahn fest im Griff. Sie zog mich hinab in die Tiefe, auf ihr Geisterpiratenschiff. Und sie sprach, halt mich fest, wenn du kannst. Und hab nur keine Angst vor mir, reiche mir nur die Hand und dann tanzen wir, bevor das Meer mich verschluckt. Ich fühlte mich zwar sehr geschmeichelt, doch obendrein etwas bedroht. Für meinen Geschmack war das Weibsbild ein ganz kleines bisschen zu tot. Ich bin trotzdem erstmal geblieben. Sie meinte, ich müsst ihr versprechen, mich nur kurz in sie zu verlieben, um ihren furchtbaren Fluch zu brechen. Und sie sprach, halt mich fest, wenn du kannst. Und hab nur keine Angst vor mir, reich mir nur die Hand und dann tanzen wir, bevor das Meer mich verschluckt. So Frauen mit Tentakeln und Schwänzen sind eigentlich nicht so mein Typ. Doch nach ersten Differenzen hab ich mich doch mit ihr begnügt. Denn Schuppen und glühende Augen sind, wenn ich mal ganz ehrlich bin, vergleicht man das mit anderen Frauen nun wirklich halb so schlimm. So, Bremen, das ist der Zeit, wo wir jetzt die geisterhafte Atmosphäre brauchen. Denn wir probieren jetzt, uns vorzustellen, wir würden uns in einem Tim Burton-Film bewegen. Und darum gibt es jetzt einen Kobold-Chor von uns. Bevor das Meer mich verschluckt. Dankeschön!